willkommen in unserer neuen Halle. Das ist Fritz. Hi. Das ist dein E30. Jo, gehen wir mal drum rum. Aber erstmal, wir kennen uns schon richtig lange. Jo, müsste ja dann so 2015 gewesen sein. 2015 hatte ich meine letzte Jahreskarte. Ja, und ich den E30. Und du den E30. Da war gerade neu, ja. Also und, neu in dem Fall. So ja, also alt neu. Und über das Auto haben wir uns auch kennengelernt, ne? Genau, gleiche Farbe und wir haben nebeneinander geparkt, weiß ich noch. Fast. Ja. Wir haben später nebeneinander geparkt. Ich genau. Habe dich nämlich angelabert, weil gesperrt war und ja. Du dich gerade in dein Auto geschmissen hast und zur Einfahrt fahren wolltest. Und ich habe durch Zufall noch gerade so gehört, dass gesperrt ist und habe gesagt, pass auf, ist gesperrt. Ich sagte das unter anderem, weil du so ein wunderschönes Auto fährst. Stimmt, stimmt, genau so war es. Ja, tatsächlich. Ja. Ich meine, es hat ja alles so begonnen. Ich weiß noch, da hast du gesagt, hier, du musst unbedingt mal einen Käfig da reinmachen, weil ich nur so ein Koni-Fahrwerk in E30 hatte und ansonsten auch gar nichts. Und da bin ich noch hinter euch hergefahren und musste mich strecken. Ich glaube, das ja, hat genau. Jahre ja. Geändert. Ja, das kannst du aber laut sagen. Also, aber das ist ja das Geile an diesem Touri-Verkehr, dass man sich einfach unterhält und zusammen einfach eine schöne Zeit hat. Einfach ja. Richtig Spaß. Ne? Ja. Mittlerweile bist du ja wirklich, wirklich auch Nordschleifen erfahren, das kann man nicht anders sagen. Bist lange RCN gefahren, fährst auch, glaube ich, noch RCN? Ja, ich fahre noch RCN, ja. Und gerade. NLF? Ja, ab und zu, ja. Ja. So wie es halt passt. Bist ein schneller Bursche. Also jo. Wirklich. Ich versuch's. Ja, auf jeden Fall. Ja. Willst du uns mal ein bisschen was zu dem Auto erzählen? Was ist es für einer? Ein E30 ist klar, aber alles andere ist noch nicht klar. Genau, ist ein Vierzylinder, wie es gehört, im E30, ein 318 IS. Ja, das muss man einfach so hören. Sagen. Das habe ich immer gehört. Wie meine, aber komplett anders gleichzeitig. Ja? Ja, also ich bin halt kein Vierzylinderklang gewohnt im E30, ne? Ja, aber Vierzylinder ist ja das, was zählt. Ich sag mal, was willst du mit zum ollen Sechszylinder hier drin? Ja, es ist ja so. Das muss einfach Vierzylinder sein. Ja, es ist ein 318 IS. Einfach jetzt vernünftig umgebaut, ohne groß zu eskalieren. Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, das Ding hat irgendwie, wenn es ganz, ganz gut läuft, 140 PS. Und dann braucht man da eigentlich auch nicht mit Uniball eskalieren und so weiter. Da sind ein paar PU-Buchsen drin, ein paar Nachlaufbuchsen vorne, hinten die verstellbaren Strongflex-Buchsen. Vernünftiges Fahrwerk hatte ich damals von Nasi Performance. Ein HNR ist das, so ein Rennsportfahrwerk, frag mich nicht, RSN, irgendwas fest, ohne einstellbar, also hoch, runter und das war's. Man muss auch ganz ehrlich sagen, für den Touri-Verkehr richtig vernünftig, weil man hat einfach ein Fahrwerk, was mega standhaft ist. Es wurde noch nie revidiert, ist jetzt 6, 7 Jahre drin, ich könnte es gar nicht sagen. Und funktioniert wie am ersten Tag, wenn ich jetzt sehe, bei dem anderen Auto, was ich noch habe, ist ein KW-Dreifach drin. Klar ist das ein Unterschied, ist ein Welten, aber ja, man hast die Revision, du musst dich drum kümmern, irgendwas ist immer so ein bisschen, ja, aber funktionieren tut es natürlich schon eine ganze Ecke besser, ne? Hat sich gut angefühlt so. Ja, bin also, auch, wie gesagt, mehr als zufrieden und das ist halt für den Touri-Verkehr mehr als ausreichend. Willst du mal die Haube aufmachen? Ja, kann ich mal. 1,8er. 136 PS original. 136 PS. Ist so, wie das alle haben, so ein Conny-Chip drauf natürlich, ne, dass das Ding irgendwie 7 dreht. Das heißt ein bisschen mehr Drehzahl. Ja, aber ob das jetzt Leistung bringt, ich meine, das ist halt wirklich noch Matching Numbers. Ne? Man sieht es am Motorraum, da ist auch nichts geputzt oder sauber gemacht. Muss auch nicht, wenn das funktioniert, dann ist das, finde ich, eine ganz ehrliche Angelegenheit. Ja. So, ne? Ja, ne? Und über 230.000 Kilometer. Ja, Panzer die Dinger, oder? Ja. Wie geil ist das, dass du essentiellerweise einfach mal mit einem Serienauto den Scheiß hier machen kannst. Über Jahre und Hunderte, wenn nicht Tausende Runden hinweg. Und das hält einfach. Ja, und das Ding wird halt ja wirklich nur getreten. Ich habe halt auch absolut keinen Stress mit Bremsbelägen. Ne? Also da sind jetzt, vorne ist jetzt der dritte Satz drauf und hinten der zweite. Und ich bewege das Auto mit Jahreskarte seit 2019. Da siehst du mal, wie sparsam so ein leichtes Auto auch mit den Materialien ist. Ne? Ja, das ist irre. Und Scheiben sind, glaube ich, vorne einmal neu gekommen, das war's. Und ich meine, du bist ja jetzt auch nicht gerade wenig gefahren, ne? Nee. Nicht wenig gefahren, aber ja, viele sind der Meinung, wenn man die Bremspunkte immer ganz gut trifft, dann macht es das wohl auch aus, ne, dass man eigentlich relativ wenig Verschleiß hat. Ne? Ja. Bremser, wie wir schon gesehen, ist auch original Serie. Dahinter. Ja. Ne? Ja. Also Schwimmsattel, ja. Der gute alte, ja. Wo auch alle sagen würden, kannst du nicht fahren, funktioniert nicht.
Warum aber nicht? Also, tut's. Ja, geht ja. Ja. Es gibt so ein paar Tricks und Kniffs, die man beachten sollte, dass die Bremsbeläge sich nicht schief abfahren. Die Führungen sind ja hier nicht wie bei den neueren Autos, dass du die einfach austauschen kannst. Du machst Messinghülsen rein, dann ist das Problem ja erledigt. Ja. Ne? Man muss einfach die Führung gelegentlich mal neu machen und dann mache ich die relativ, es gibt ja diese ATE-Bremsenpaste, die blaue, da mache ich halt einfach relativ viel von rein, dass das so wenig Spiel wie möglich hat, dass das wirklich so, wie der Altmeister immer sagt, saugend, schmatzend da reingeht. Und dann hast du keinen Stress. Also okay. Funktioniert hundertprozentig. Und was man natürlich auch machen kann, ist drehen, aber dann finde ich immer, dann sind die ersten 3, 4, 5 Runden vom Bremspedal immer total schwammig. Das mache ich halt nicht so gerne. Okay. Was hast du für Belege? Die sind vom Freddy von Special Brakes. Ich glaube SB13, da müssen wir jetzt einen Freddy fragen, welcher genau. Aber da kann ich nur sagen, die habe ich seit dieser Saison drauf. Auch mit der Mischung, das ist der Wahnsinn. Der Belag hat noch null Verschleiß und funktioniert einfach hundertprozentig. Also vorher bin ich immer Hawk HT10 gefahren, auch super, hat auch immer geklappt. Da hatten auch viele Probleme, dass die ausbrechen und so. Mhm. Ich gar nichts. Ja. Und mehr habe ich noch nicht getestet, weil es war einfach nicht nötig. Und wo ich jetzt hier anbremse auf die langsamste Kurve auf der Strecke, ABS? Ja, hat er. Hat er. Sogar. Aber E30 ABS? Ja, ist halt, also wenn du reinbremst, beispielsweise Landsgarten, wenn du dich da entscheidest, oben irgendwie zu bremsen, dann hast du halt unten keine Bremse, dann wird's pedalhart und das war's. Also ja, musst aber Verzögerung findet dann nicht wirklich statt in dem Moment. Nee, es ist das Allerschwerste. Du musst eigentlich immer ohne fahren. Wenn du reinbremst, hast du ein Problem. Ja. Aber das macht's aus. Das ist auch ziemlich lustig. Ich bin auch E30 jetzt mal ohne ABS gefahren und so. Ja, ich auch immer. Ist halt eine völlig andere Baustelle. Ja. Ne? Und die Jungs, die ohne fahren, die sagen, mit dem ABS ist komplett scheiße und gefährlich. Ne? Also da musst du dich ja wirklich richtig dran gewöhnen, wenn ein Auto dann ein gutes ABS hat und du steigst aus einem Auto, das gar kein ABS hat, dass du da einfach so reinlatscht und das ABS die Arbeit machen lässt. Ne? Also da müsste ich oder werde ich mich garantiert auch dran gewöhnen müssen, wenn ich mal wieder ein Auto mit ABS ein bisschen zügiger bewege, was heute ja nicht der Fall ist. Ja, das ist so. Also wenn ich überlege, wenn ich aus dem E90 aussteige, da trittst du einfach in das Pedal und der Rest geht im Endeffekt von alleine. Und hier musst du dir wirklich Gedanken machen. Also es muss eigentlich alles fertig sein vor der Kurve. E30 mit Kreuzspeiche ist einfach die Macht. Ja, was soll ich dazu sagen? Kreuzspeiche und ich, wir haben so eine ganz besondere Bindung irgendwie. Das ist, andere sammeln Gold. Und ich habe bei eBay Kleinanzeigen mal gefühlt alle Kreuzspeichen aufgekauft, die es damals noch, das war ja so 4 Stück, 150 Euro. Hast du noch so viele? Ja. Okay, also man munkelt, es ist ein Wert mittlerweile. Ja. Ein komplettes Scheiß. Gartenhütchen voll mit so 4 Regalen. Und sehr gut, dann weiß ich ja, wen ich mal an, also ihr nicht, ihr lasst das alle bleiben, aber wenn ich mal eine brauche, dann, jetzt darf ich auch keinen Instagram-Account hier auf keinen Fall in das Video reinmachen. Sonst schwierig. Alle an. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Guten, wie das immer so ist, ne, man kauft sich das gute Zeug und dann legt man sich's weg und benutzt es nicht. Und ich fahre immer nur die Verrammelten und habe einen guten Satz zum Vermessen und das war's. Was fährst du für Reifen darauf? Dunlop, die Retzer. Die Retzers, aber nicht in meiner Größe, weil ich fahre 255, 15 und du fährst... Ich fahre 195, 50, 15 Zoll. Ist nochmal eine Ecke günstiger, kam ja da in der Zeit, ne? Ja, wir haben auch schon mal 205er getestet, den Unterschied haben wir jetzt nicht so richtig gemerkt. Okay. Ich habe auch schon, also ich habe glaube ich alles schon gefahren, Nankang, Toyo, Federal, alles durch. Und am Ende des Tages ist das halt einfach der Reifen, ne? Ich meine, der Diretzer gilt ja im Fachkreis als Regenreifen, von daher kannst du angreifen. Ja, also wenn er Temperatur hat, funktioniert ja auch bei so leicht feuchten Mischbedingungen, sag ich mal, ganz gut, ne? Ja, auch bei Regen tatsächlich. Auch bei Regen? So eine Wahnsinnsrunde von Maxi Kurz, ey. Komplett jetzt? Das auf alten Diretzers und der hält rein, als wäre ein Regenreifen drauf. das geht schon wirklich gut. Die haben echt gut Grip. Man kriegt ja auch gut warm im Regen. Entgegen dem, was alle immer so erzählen. Okay. Krümmer ist wahrscheinlich ein Serienkrümmer, weil der ja auch im ES schon praktisch serienmäßig ist. Ist ja ein Fächerkrümmer verbaut ist. Und hinten raus, weil der macht ja richtig Radau. Ja, da kommt halt nicht mehr viel. Ne? Das waren noch die guten alten Zeiten, wo man irgendwie sowas eingetragen bekommen hat mit DB-Änderungen und was weiß ich. Ne? Ja. Das ist quasi einfach ein 60er Rohr mit einem 200-Zeller HJS-Cut und hinten einfach ein Fox
Universalschalldämpfer, ne? Ich finde, sieht super cool aus, ehrlich gesagt. Ja. Also, ich habe so einen noch nie unter einem E30 irgendwie gesehen und es steht dem Auto echt gut. Sag mir mal bitte was zum Lenkgetriebe. Ist das ein Standard E30 Lenkgetriebe? Nee, ist ein E36 Lenkgetriebe mit Servolenkung. Okay. Fühlt sich nämlich auch nicht nach einer E30 Servolenkung an. Nee, ist auch kürzer dann in Eckchen. Ja. Das passt dann für die Nordschleife eigentlich perfekt. Wie sieht das hier aus bei dir? Vierter Gang oder musst du den fünften nehmen? Wahrscheinlich vierter reicht. Vierter Gang und dann dreht das Ding. Ich warte auf den Tag, wo einfach das Pleuelpfötchen gibt und hier alles auf der Strecke liegt. Also das hört sich auch ganz bitterböse an, aber es geht nur so. Ne? Also vierter und dann bist du wahrscheinlich so sechs, bisschen über sechs. Ja, sechs, sechseinhalb, je nachdem. Es liegt halt immer daran, wie du unten aus Bergwerk rauskommst. Da musst du halt, ich sag mal, mit dem Spiegel schon fast an der Leitplanke hängen und dann ist gut. Dann passt die Drehzahl vom dritten und vierten und dann bist du schon ziemlich Enddrehzahl. Okay. So wenig Lenkwinkel wie möglich, dass du jedes Kamera Schwung mitnimmst, ne, bei der Kiste. Das zählt halt. Ich hatte jetzt beim letzten Mal Touri-Fahrten so mit so einem 992 GT3 mit so einem quietschgelben Abruhr 8 runter und das war echt mal wieder ein Porsche-Fahrer, der hat es komplett gefeiert, ey. Der ist so ausgerastet seit der Höhe, weil ich bis also dranbleiben konnte. Ja, das macht schon echt richtig Bock. Ich habe es wahrscheinlich schon 124 Millionen Mal gesagt, aber Autofahren lernst du halt mit so einem Ding, ne? Ich denke mal, mir hat's, also für mich war es nicht schlecht. Mich hat es immer weitergebracht und dann auf schnellen Autos war man eigentlich auch gleich wieder schnell. Ja, man muss sich halt dran gewöhnen. Das ist halt, das darf man auch nicht vergessen. Man muss dann mit anderen Autos natürlich bremsen, wo man hier nicht mal ans Bremsen denkt. Ne? Mhm. Das muss man schon sagen, aber man adaptiert das sehr schnell. So ein Auto ist halt auch nicht so ohne, wie man denkt. Also du bist halt in den Kurven halt sackschnell mit so einem Ding. Ne? Ja. Du bist halt mit einem schnellen Auto zwischen den Kurven schneller. Aber da wird heute losgegangen und gleich die größere Rakete gekauft, anstatt einfach erstmal zu fahren, ne? Sage ich auch jedem. Und wenn man die größere Rakete kauft, dann lass das Ding halt Serie und fahr erstmal, ne? Richtig alles aus dem Eimer raus. Ja. Und dann kannst du irgendwie weiterreden, ne? Was wiegt er jetzt? 1000, boah, jetzt muss ich lügen. 33? Boah, 47, das ist aber auch echt wenig, ne? Irgendwie so, ne? Ja. Schicke Türtafeln, finde ich. Ja, gibt's leider nicht mehr, ne? Weiß Motorsport, also das war damals irgendwie ein Highlight, ne? Schiff da, den gleichen, den ich gerade auch noch verbaut habe. Ja. Von dem ich nicht weiß, von wo er kommt. Also eingetragen wurde der als DTM-Shifter. Also der kommt aus der DTM. Ja, ist klar. Leute. Ein Käfig? Ist ein Wiechers-Käfig. Jo, relativ einfach gehalten. Hatte ich damals auch beim Nasi mitbestellt. Ja. Ja, war halt so, ne? Hat man sich hast du dir keine Gedanken gemacht, wenn was passiert? Da gibt's keine A-Säulenabstützung oder doppelten Flankenschutz. Da war einfach nur wichtig, dass das Ding keine 3000 Euro kostet, ne? Ja. Ist halt so. Wollen wir nicht drüber rumreden, ne? Das ist einfach so, ja. Aber ich meine, bis jetzt ist ja alles heile geblieben und du bist immer noch heile und... Alles gut. So, ne? Klappt. Sitze. Oh, sind so Bimarco-Schalensitze und die waren irgendwie mal von Ruck Motorsport. Oh. Ja, Getriebe ist ein Fünfgang. Ich hatte tatsächlich anfangs immer Probleme und habe einen Getriebeschaden nach dem anderen gehabt. Bis mir auch der Nasi mal gesagt hat, mach mal diesen Boppen von der Getriebeentlüftung ab und steck einen Schlauch drauf und leg den irgendwo nach oben. Mhm. Und seitdem gar kein Stress mehr. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie drei originale 318 IS Getriebe daheim liegen, die alle irgendwie so ein bisschen Lagerschaden haben und so. Die sind so ein bisschen anders gegossen, aber von der Übersetzung genau gleich wie 316, 318. Oh, okay. Und habe da jetzt quasi so ein Getriebe drinne. Das hatte damals auch schon 400 irgendwas gelaufen, aber das läuft seit Jahren problemlos, ne? Da musste man die Kardanwelle, oh, jetzt das ist auch schon wieder lange her, ne? Die musste man auseinanderbauen und musste irgendwie das eine Stück vom 316 nehmen oder ja, irgendwie so gab es da. Was, ja. Oder am Getriebe war das so, dass man den Flansch ändern musste, aber auch gar kein Stress. Also kann man wirklich machen und hat damals nichts gekostet. Also irgendwie für einen Zehner gekriegt. Ne? Okay. Differential, es sollte 45% gesperrt sein. In beide Richtungen? Ja. Mhm. Aber ist es leider nicht mehr. Ah, okay. Also war auch ziemlich schnell rum, aber ja, okay. Irgendwann muss man wieder eins aufbauen lassen. Aber zurzeit stürzt mich noch nicht so. Aber ich muss sagen, ob Sie ein bisschen Känguru-Benzin getankt? Ja, das macht ein bisschen leichtes Schwungrad. Und immer wenn man unter so
also zu langsam einfach ist, dann ist immer Känguru-Benzin, aber dann gucken auch alle. Und darum geht's ja. Ja. Darum geht's ja. Darum geht's, darum geht's ja eindeutig. Ja. Wir sind ja noch dran, dass man irgendwie eine Runde auf dem Parkplatz gezeitet fahren kann. Weil das, ich hab's ja irgendwie noch nie geschafft, einen Parkplatz zu kriegen. Das wäre richtig Touri-Cup dann, ja. Alter. Muss man natürlich zu Fuß gehen, ne? Ja, Tischen ist ja nicht erlaubt. Und stoppen ist ja sowieso verboten. Stoppen, aber genau. Aber zu Fuß, weiß ich nicht. Können wir vielleicht nochmal nachfragen. Falls ihr was auch mit uns drehen wollt, dann schreibt uns mal, bitte. Falls ihr David brechen sehen wollt, schreibt mir. Dann setzen wir nochmal auf den Beifahrer. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Geil. Wie geht das aus hier?